Kannst du nochmal den Unterschied erklären für dich persönlich? Hast du das Gefühl, dass du von der rechten Seite genauso viel Einfluss auf das Spiel nehmen kannst, wie es in der Mitte der Fall ist? Fehlt dir das manchmal ein bisschen? Ja, ich habe das ja schon oft beschrieben, dass gerade das ist etwas, was mir in der Mitte einfach sehr großen Spaß macht. Man hat immer das Gefühl, dass man Teil des Spiels ist. Man kann immer eingreifen. Auf der rechten Seite ist es dann eben doch manchmal so, dass irgendwie das Spiel auch abseits von einem selbst stattfindet, dass man vermeintlich auftragslos ist in manchen Situationen, auch wenn es natürlich nicht der Fall ist. Aber trotzdem fühlt man sich im Zentrum, in der Mitte doch mehr eingebunden. Und gerade was die Kommunikation angeht, sind eben die Wege ja zu jedem Mitspieler dann doch kürzer. Man kann jeden erreichen mit einem Kommando und ist eigentlich zu jeder Zeit Teil des Spiels. Jetzt so auf dem rechten Flügel, da muss man dann eher etwas Geduld mitbringen und ist dann eher davon abhängig, dass man dann auch irgendwo ja, in Szene gesetzt wird oder angespielt wird. Auf der 6 kann man sich ja dann nochmal einen Ball auch hinten abholen. Das kann ich jetzt da auf der rechten Außenposition nicht so machen. Wissen Sie denn jetzt schon, wo Sie morgen spielen werden? Und falls nein, wie viel Vorlaufzeit brauchen Sie denn so ungefähr, um sich da innerlich darauf einstellen zu können? Haben Sie jetzt echt den Moment verpasst, den Trainer zu fragen? Wir haben ihn gefragt. Seine Antwort verrate ich Ihnen jetzt nicht. Ich erzähle gerne von Ihnen. Ja, die Antwort würde mich natürlich interessieren jetzt. Was denkst du? Was hat er denn gesagt? Er spricht erst mal den Spiel. Hat er gesagt. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit ich da den Trainer übergehen kann. Ich glaube, sie haben da so ein bisschen den Moment verpasst und hätten das den Trainer fragen sollen. Grundsätzlich kann ich auf vielen Positionen spielen und mal schauen, welche es dann morgen wird.